One-Shot! Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen bei der 6. Folge von Fallout 4 in VR. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Immer noch auf der Suche nach Blei, denn wir brauchen ganz viel Blei, um endlich Munition zu sammeln für unsere Scar, damit wir endlich diesen Gunstock nutzen können. Denn ohne Gewehr macht ein Gunstock keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also sind wir, wie gesagt, auf der Suche nach Blei. Wir haben ein Steinwerk, das überflutet war, einigermaßen versucht zu reparieren. Und jetzt gehen wir zu der nächsten Haltestelle, würde ich jetzt mal sagen, wo wir Blei finden können. Dann hoffe ich, dass wir bald endlich loslegen können. Ich hoffe, euch gefällt es soweit. Wir sehen uns. Bis gleich. Irgendwie könnte ich mich dran gewöhnen, hier zu leben. Oder auch nicht. Deswegen gehen wir schnell weiter. Tschüss, ominöser Typ. Wir gehen jetzt weiter. Mein nächstes Ziel ist irgendwie oberhalb, aber wir können ja nochmal die Karte gucken. Und zwar hier in dem Umkreis. Wir schauen einfach mal, also gehen wir einfach die Straße entlang. Da müssten wieder... Was sind, waren es eins oder zwei Batterien? Ich glaube eine. Eine Batterie und wahrscheinlich da bei dem Satellitengedöns. Mal kurz, ups. Die Brille nochmal richtig. Informationen gehen. Ghost ist bereit, ich bin bereit, los geht's. So ein recht kleines, wie nenne ich das? Etablissement. Nein, Etablissement ist der falsche Ausdruck dafür. Aber auf jeden Fall eine übersichtliche kleine Station. Und ich glaube, da oben läuft auch schon jemand. Wir haben nicht viel Munition, muss ich sagen. Das könnte ein bisschen riskant werden, aber da fangen sie schon an. Okay, gegen wen kämpfen sie gerade? Ghost, geh runter. Ah, gegen Mallrats wahrscheinlich. Bleiben wir noch schwind unten. Warten ein bisschen. Obwohl, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt anzugreifen. USAF-Satellitenstation. Was? Nirgendwo. Ja, stört mich immer noch, dass man so... Ja, Mallrats. Oh Mann, geh weg! Du machst meine Deckung kaputt! Oh, fuck! Da hinten hat mich schon einer. Mich halt mit dieser Waffe einfach nicht treffe. Das ist unglaublich. Los, fass! Alter! Keine gute Idee. Keine gute Idee. Gleich die Shorty. Ist er down? Oh, fuck. Die Shorty, die gute alte Shorty. Die macht alles wieder wett. Who's next? Auch nicht mehr vier Schuss. Da wäre jetzt ein Gewehr nicht schlecht.
Komm, steh auf. Okay, los, Ghost. Fass. Mal die Piste, ich muss Munition sparen. So viel habe ich nicht mehr. Ja, brava Ghost. Das lief ja wie am Schnürchen, würde ich sagen. Sehr cool. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus, würde ich sagen, nach 6 Folgen. Wird's auch endlich mal Zeit. Aber Leute, das war hier noch nicht alles. Glaubt mir. Schön Munition. Denn da geht's, glaube ich, auch noch weiter. Soweit ich mich noch erinnern kann von meinem letzten Play von vor 1000 Jahren. Aber das... Der hat rot geglüht, falls ihr das gesehen habt. Ich dachte, der wäre Legendary. Doch, der war Legendary. Der war sowas von Legendary. Ein Ghoul Raider, okay. Macht 25% mehr Schaden. Na gut, können wir bestimmt verkaufen. Noch eine Schrotflinte, aber unsere ist besser. Aber das da, ey, der hat richtig gutes Zeug. Der hat richtig gutes Zeug. Gucken wir uns gleich mal an. Das war's doch. Ach nee, Plus heißt ja nur, dass es besser ist. Legendary ist ja mit dem Sternchen. Ich vergaß. Gewicht können wir noch genug tragen. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir ihn mal aus Versehen kurz den Arm weggeschossen. Okay. Aber wir sind hier wegen etwas anderem. Munition ist eine Sache. Wir suchen aber Batteries. Warum donnert es da draußen so? Rüstungswaffe. Ah, dann können wir auf jeden Fall schon mal das da verwerten. Und kein unnötiges Zeug mit sich rumtragen. Ne, warte, könnten wir... Ach ne, ich glaube, das macht keinen Sinn. Unsere bisherige Ausrüstung zu verbessern. Ich meine, wir bekommen ohnehin... Gutes Zeug. Können sowieso nichts craften, weil wir unsere ganzen Ressourcen in unserem Outpost zurückgelassen haben. Aber hier geht's rein. Okay, haben wir genug Munition. Vielleicht heile ich mich nochmal. Gib mir die Waffe. Die ist schon gut. Okay, los geht's. Ghost? Gut. Schauen wir mal. Keine Ahnung, was mich hier unten erwarten wird. Aber bestimmt keine Freunde. Aha. Denkt ihr, ich bin blöd? Denkt ihr, ich dab da jetzt einfach durch? Den Kack entschärfen wir natürlich. Und da ist wieder was. Oh, das wird... Oh. Ja, da war ich ein bisschen zu unvorsichtig. Vorsicht, Ghost. Mal gucken, können wir hier? Ist zu gut geschützt. Ich erinnere mich, dass unten ein Geschützturm ist, den wir theoretisch aktivieren könnten.
Ja, muss gerade was checken. Ist hier irgendwas? Wir brauchen Säure. Was ich machen könnte, der verfluchte Granate da reinwerfen. Was war das jetzt schon wieder? Boah. Mal hinter die Deckung gehen. Nehmen wir die Deckung. Das ist wieder ein Legendary. Ah, immer einer. Komm. Was war das? Der hat uns wahrscheinlich direkt in den Kopf geschossen. Aber es hat Spaß gemacht. Das machen wir richtig, indem wir gleich vielleicht die Shorty nehmen. So. Gib mir gleich die Shorty. Eigentlich müsste man die... Nein, okay, die hat nur ein Händel, dann hält man sie auch so, glaube ich. So kleine... Immer so eine Fragment-Granate. Ich habe ehrlich gesagt aber keine Ahnung, wie man die benutzt. Ja. Oh, fuck. Gib mir gleich, das hat Spaß gemacht. Dann nehmen wir gleich nochmal... Nee, Molotov-Cocktail? Wo ist der Badass? Da ist der Badass. Nochmal, Old, nimm das! Geh dorthin. Ghost, Ghost, geh weg! Stehst ein bisschen im Weg, Ghost. Scheiße! Shorty? Ah. Ist gar nicht so einfach. Haben wir Minen? Haben wir Minen? Wir haben eine Mine. Okay. Kommt bestimmt gleich wieder. Dieser Sack. Und zwar jetzt. Oh, fuck.
Na, jetzt haben wir Verschwendung. Verschwendung. Munition verschwendet für den Hund. Lass ihn kommen. Gleich macht's Boom. Komm. Das wollte ich jetzt nicht. Wow! One-Shot. Oh, was war das? Er hat eine Granate geworfen. Wow, One-Shot! Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr defensiver arbeiten. Der fucking Gatling. Oh, fuck. Puh. Oh, Grafikprobleme. Okay. Komm, steh auf. So, hab ich. Oh, fuck. Eine Girl mit der Minigun. Hey. Uah, gerade noch den Kopf getroffen. Das waren alle. Oder? Das waren scheinbar alle. Oh, der safe mir auf jeden Fall. Sowas von hart, ey. Puh. Oh, das ist geil. Viele One-Shots. Das stimmt mich glücklich. Jetzt wird erstmal gelootet. Wo ist die Mitte des Raumes? Da ist die Mitte des Raumes. Immer schön die Mitte des Raumes finden. Denn, ich glaube, ich wiederhole mich sehr oft in der Hinsicht, es gibt nichts Schlimmeres, gegen die Wand zu laufen oder irgendwas an meinen wunderschönen Plexiglas-Pyramiden zu zerstören, weil ich zu dumm bin und voller Panik dann irgendwo hinrenne. Sieht für euch dann witzig aus, für mich weniger. Eine Minigun. Nehmen wir aber nicht mit. Oh, die ist mehr. Die ist auch gut. Mal gleich mal ausrüsten. Komm, geh rüber. Nicer Dicer 3000. Das ist ja mega gut. Das ist gut. Das ist gut. Mit Taschen. Gibt zwar nicht viel, aber immerhin. Sehr cool. Immer richtig gut ausgerüstet diesmal. Ach, wie süß, der kleine Ghost. Hat einen Teddy gefunden. Molotov-Cocktail nehmen wir noch mit. Ich glaube, daran könnte ich mich auch gewöhnen. Erstmal kurz das Spiel abgestürzt. Es kann auch mal passieren. In der Hitze des Gefechts. In der Ruhe des Gefechts. Gott sei Dank ist es nicht in der Hitze des Gefechts passiert. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, könnte ich mich dran gewöhnen, Granaten und den ganzen Scheiß immer mal parat zu haben. Eine schöne Flasche Molotow in die Fresse werfen. Pimples.
Schön, Säure und ein Redaway. Redaway ist ganz wichtig, haben wir ja letztens gemerkt. Ja, da hat zum Beispiel die Granate echt gut geholfen. Muss ich schon sagen. Ein Helm. Wenn ich so ein bisschen stabilisiere. Das rüsten wir auch gleich mal aus. Helme, richtig geil. Zum Glück weiß ich nicht, wie ich aussehe, weil ich würde wahrscheinlich richtig behindert aussehen. Doch, wir sind deine... Nö, brauchen wir nicht. Aber hier geht's nicht um Fashion. Oh, da ist ja noch einer. Ich glaub, ich weiß, wie es in dem Moment ihm gerade erging. Er wollte ja gerade zuschlagen und hat dann gemerkt so, oh, nope. Aber da war meine Waffe schneller. Nice. Richtig nice. Schön speichern. Bin mir nicht sicher, ob das hier so schön bugfrei ist, diese Gegend. Dadurch, dass das Spiel gerade abgestürzt ist. Aber was soll man auch erwarten? Das Spiel ist von Anfang an nicht stabil. Cool. Und dann kommt zusätzlich noch die Tatsache, dass ich es hart gemoddet habe, das Spiel. Da muss man halt damit rechnen, dass halt auch mal irgendwelche Bugs auftauchen. Die Tatsache aber, dass es nicht allzu häufig passiert und sehr leicht zu, wie heißt das? Sehr leicht zu zurückverfolgen ist. Also, man kann es, wenn ein Fehler passiert in Skyrim oder auf Fallout 4, kann man es zurückverfolgen, indem man dann ungefähr sich überlegt, in welcher Situation passiert das. Und dann einfach diese Situation vermeidet, sozusagen. Schwer, 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 schwer. Ich komme gerade nicht auf den Trichter. Aber ist auch egal. Jetzt fehlt uns noch die... Okay. Ich habe immer Angst, auch wenn ich es umgeschaltet habe, immer Angst, dass das Ding explodiert und um die Ohren fliegt. Aber diesmal nicht. Sehr gut. Können wir eigentlich Level upen? Nö, Level 7. Ja, wir haben... Ach stimmt, wir haben doch letztens erst kürzlich das Level erhöht, damit wir endlich die Munition craften können. Momentan spiele ich nicht allzu oft Fallout 4, sondern auch mal andere Sachen. Sodass ich immer mal wieder überlegen muss, was eigentlich gerade Phase ist. Wäre natürlich anders, wenn ich jeden Tag Fallout 4 spielen würde. Dem ist aber leider nicht so. Man muss es ja nicht übertreiben. Es gibt auch noch andere Dinge, die zu erledigen sind. Ich hoffe, euch nervt dieser Smalltalk nicht, wenn ich hier sinnlos loote. Ghost, geh mal kurz zur Seite, danke. Aber ich denke, es ist besser als zu schweigen. Ist das wichtig? Okay. Dass das uns angezeigt wurde. Oh, ich höre Kakerlax. Wie schön. Oh, und Spuren. Okay, das können wir ganz einfach machen. Nehmen wir hier. Safen aber. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Nicht, dass wir dann den ganzen Scheißweg umsonst laufen müssen.
Und dann machen wir das. Und alle Kakerlaks sind verbrannt. Oh, ich dachte gerade, ich rieche. Das ist immer so interessant, wenn man Sachen in VR spielt. Und dann... Oh, fuck. Und dann... Das Feuer sieht... Und man denkt, man riecht das Feuer. Gut, man könnte behaupten, vielleicht während der Aufnahme brennt gerade wirklich was ab. Ich hoffe nicht. Geschafft. Traurig, für das Equipment. Aber glücklicherweise ist das eher nicht so, dass hier etwas abfackelt. Und vor allem, dass ich es nicht merke. Nachrichtenschlüssel. Ich glaube, ein Globus war auch wichtig. Zumindest sehr selten zu finden. Meiner Erinnerung nach. Aber viel wichtiger, wir haben immer noch keine Batterie gefunden, Leute. Öl nehmen wir auch mit. Nicht, dass meine Informationen mich hier verscheitert haben. Wir müssen immer noch eine Workbench finden. Die ja eigentlich gar nicht zu übersehen sein sollte. Oder ich habe hier noch nicht alles durchsucht. Und dann geht's wieder hoch. Workbench. Put. Workbench. Ich finde es immer nervig, wenn ich die meiste Spielzeit mit Suchen verschwenden muss. Aber daran führt kein Weg drumrum. Denn immerhin ist das da der Grund, warum wir hier sind. Aber hier ist keine Workbench. Die Tür. Die Tür. Und den Schlüssel haben wir ja. Haha. Hallo. Eine Minibomb. Was? Na also. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH 5 bis 10. Du hast eine Ausgabe der US-Handbuch für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Nice. Sehr cool. Hat mir ja fast übersehen. Glühbirnen. Und Handcuffs. Das brauchen wir bestimmt auch. Flipleiter. Mann, das ist ja eine Fundgrube an wichtigen Dingen. Und da ist unsere wichtige Box. Aber immer noch keine Batterie. Vielleicht hier? Ja. Munition, sehr gut. Dann nehmen wir einfach mal alles mit. Und dann machen wir diese wunderschöne Truhe auf. Lederharnisch. Grants increasing energy and damage resistance the lower your health. Verkaufen wir aber Munition. Waffen. Vorkriegszeug. Naja. Immerhin Munition. Und ein Ventilator. Aber keine Batterie. Keine Batterie. Das ist sehr merkwürdig. Oder sind wir vielleicht im falschen Ort zur falschen Zeit? Auf jeden Fall war es das hier. Und länger möchte ich hier auch gar nicht verweilen. The Sun is shining mal wieder. Aber nach wie vor immer noch keine Batterie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Oder... Haldemol.
Könnte sein, dass es... Ja, wir müssen hier hin. Geradeaus. Okay. Würde ich sagen. Was machen wir jetzt? Da gehen wir jetzt hin. Und dann holen wir uns die fucking Batterie, würde ich sagen. Safe nochmal? Okay. Let's do this. Oh, das war nur der Reh. Der Reh. Das Reh. Yo, Ghost, Mann. Du musst nicht immer alles angreifen. Ach du Scheiße. Aber gut hier. Dieses Ding ist teuflisch, sage ich euch. Da. Unsere geliebte Batterie. Können wir hier auch noch schön unsere Waffen? Ne, haben wir nicht. Elektronikzeugs. Military Grade. Und ein Buch. Bingo. Bingo. Noch eine Lackierung. Stimpak. Ah, ein Traum. Also heute. Heute gehen wir reich nach Hause. Okay, der Computer. Und abspielen. Erstmal das Lieferungsprotokoll. Aha. Mitarbeiternotiz, Mitarbeiternotiz. Komisch. Noch mehr dieser Protektons. Ohne Arme und Beine. Wie kann einem das bei der Produktion nicht auffallen? Lassen Sie die Roboter von anderen Robotern bauen? Das ist eine beängstigende Gedanke. Roboter, die Roboter herstellen. Oh Mann. Wir haben letztens diesen Augenbots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht... Sau gemein. Ha. Naja. Wenn sowas fehlt, dann müssen sie eine Menge ihrer eigenen Bots beschäftigen oder so. Sie haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Es sieht nicht so aus, als würde irgendwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen sie die Dinger einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Noch mehr dieser Protektrons, denen alles fehlt? Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die Dinger auch einbekommen. Da hat jemand mächtig Mist gebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme drin zu montieren. Irgendwelche komischen Typen ganz in Schwarz haben eben einen Wachbot abgeliefert. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Ich hab in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Rohlebänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen, aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Rohlebänder nicht an. Wenn die Typen das hier abladen, hatten sie sicher einen guten Grund dafür. Und du solltest dich nicht in dieser Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Und abspielen. Dieser von Zensiert den Auftrag gegeben und von Zensiert herausgestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma Zensiert oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Information. Dieses Holoband gehört zur Kampfwächter-Prototyp MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps. Falls Sie kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner der Besitzer dieses Prototyps Zensiert sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototyps leugnen. Okay. Wir haben also die Möglichkeit, dieses Teil da unten zu aktivieren. Wir haben jetzt die Wahl. Auf jeden Fall loote ich erstmal den Scheiß und hoffe, dass es jetzt nicht plötzlich angeht. Oh Mann, ey. Fusionskern. Und Military Grade. Dieses Höllenteil, ey. Kann man was damit machen? Kann ich es hacken? Nee, noch nicht. Ich kann mich erinnern, dass es echt eine Höllemaschine ist.
Man kann echt froh sein, dass es deaktiviert ist. Und nope, ich werde es nicht aktivieren. Das ist mein Todesurteil dann. Ich komme irgendwann mal wieder und lege hier alles voll mit EMP-Minen. Und dann, mein Freund, dann sehen wir uns wieder. Aber vorerst, schlaf gut. Welches Recht habe ich eigentlich, es zu zerstören? Das schläft da, das hat seinen Platz hier. Ja, und so sollten wir es auch dabei lassen. Und jetzt denke ich nicht mehr drüber nach. Und wir gehen zurück. Finden wir vielleicht hier noch irgendetwas? Ah ja. Oh oh. Oh Mann. Oh oh. Immer den Kopf treffen. Eieieiei. Wie ich diese Dinger hasse. Die brauchen zu viel Munition. Muss man doch lieber die gute Munition verschwenden. Maya Lurkers. Und schon wieder beende ich die Folge mit Maya Lurkers. Ist das zu glauben? Ab zu Otmund. Wir haben es geschafft, Leute. Zumindest haben wir das Blei jetzt vollständig und können jetzt endlich Munition craften. Das werde ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall für euch machen, damit wir dann direkt mit dem Gunstock loslegen können. Ich hoffe, wir werden genug Munition haben, denn die werden wir brauchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder irgendeinen Kommentar. Und hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal vorbei, wenn es heißt, wir spielen Fallout 4 in VR und entdecken das Ölein. In diesem Sinne, mein Name ist Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.